Kopfsatz, und 30 Sekunden. Kopfsatz, ein Kopfsatz, einen großen romantischen Kopfsatz. Also entweder den hier oder den von Kai. Das Streichquintett Momento Musicale besteht aus Musikern der Staatskapelle Halle. Wir spielen in der klassischen Divertimento-Besetzung von Haydn und Mozart, also zwei Violinen, Bratsche, Violoncello und Kontrabass. Hier im Moment befinden wir uns im Händelhaus der Stadt Halle und das ist also ein Konzertort, den wir also sehr stark bespielen. Hier sind wir oft zu hören. Wir haben uns zusammengefunden für die Kammermusik, um ein ganz besonderes Repertoire zu spielen. Streichquartett plus Kontrabass. Das gibt es nicht so häufig. Natürlich, Ausgangspunkt ist die Wiener Klassik. Wir haben gesucht nach Literatur, die fünfstimmig gesetzt ist und sind fündig geworden bei dem Franzosen Georges Onslow. Zur zeitlichen Einordnung gibt es zu sagen, Onslow kam 1806 zurück aus England und hat sich dann kompositorisch gebildet bei Anton Reicher in Paris. Die Quintette, die wir hier spielen, sind dann um 1829-30 erschienen, in Leipzig gedruckt. Ich hatte auch mal ein Original in Paris selbst in einem alten Notenantiquariat in der Hand. Das war sehr schön, das mal in der Hand zu haben, so ein ganz altes Original. Und da sieht man auch, wie wild die daran irgendwie gearbeitet haben und wie schnell das auch irgendwo gehen musste. Da hieß das sicher, es ist heute Abend ein Treffen, ein Salon da und dort und wir spielen heute Abend mal Streichquintett. Und da musste das mal eben komponiert werden dafür. Interessant ist natürlich bei dieser Art von Musik, weil jedes der Instrumente in diesen Kompositionen Melodie hat, aber auch Begleitung hat. Wie das häufig in der Kammermusik anzutreffen ist, die so polyphon komponiert ist, dann gibt es natürlich in der Probenphase die eine oder andere Diskussion, aber auch natürlich ganz, ganz viel Freude, ganz viel Spaß dabei. Diese Quintette von Eipler und Onslow, auch Wenzel Heinrich Veit, sind sehr interessant, da sie nicht nur Virtuosität verlangen, sondern auch gesangliches Spiel. Sie sind schon sehr romantisch, obwohl sie noch nicht ganz in der Romantik eigentlich zeitlich verankert sind. Es ist trotzdem eine sehr innige und schöne Musik.
typisches Konzertprogramm geht bei uns meistens aus von der Wiener Klassik, beginnt mit Mozart und Haydn. Wir bauen auch gern ein virtuoses Werk mit ein, beispielsweise die Streichersonaten von Rossini. Und üblicherweise folgt dann nach der Pause ein großes romantisches Streichquintett. Deutschland natürlich auch in der Mitte einer ganz großen Anzahl von hervorragenden Künstlern und so arbeiten wir auch zusammen mit verschiedenen Pianisten, erweitern unser Konzertprogramme, sodass also ein typisches Konzertprogramm von uns auch einmal ein großes romantisches Streichquintett plus ein Klavierquintett umfassen kann.